In Phoenix im US-Bundesstaat Arizona haben etwa 200 Menschen an einer Anti-Islam-Demonstration teilgenommen. Einige der Demonstranten vor dem islamischen Gemeindehaus der Stadt waren bewaffnet. Die Veranstaltung wurde von John Ritzheimer, einem Veteran des Irakkrieges, organisiert. Die Demonstration sei eine Reaktion auf eine ähnliche Veranstaltung in Texas vor 2 Wochen, die von 2 bewaffneten Männern angegriffen wurde, so Ritzheimer. Einige der Demonstranten in Phoenix zeigten Karikaturen des Propheten Mohammed, die bei der Versammlung in Texas gezeichnet worden waren. Gegendemonstranten bezeichneten die Protestteilnehmer als Rassisten.